Geld schießt keine Tore. Einer der Lieblingssätze von Fußballromantikern in der Champions League, gerade wieder top aktuell. Denn Manchester City steht kurz vor dem Aus. Der von einem Scheich mit horrenden Summen gesponserte Club kann nach dem 2:2 gegen Ajax Amsterdam kaum mit dem Achtelfinale rechnen. Nachdem wir anfingen, gut zu spielen, haben wir das erste Tor gemacht. Wir haben eine fantastische zweite Hälfte gespielt. Aber jetzt können wir nichts tun. Es ist vorbei. Seit 2009 pumpt Scheich Mansour bin Zayed Al-Nahyan Millionen in den Club. Die Investitionen kratzen sogar an der Milliardenmarke. Hauptausgabe Transfers, zum Beispiel Edin Dzeko. Für ihn zahlte man unter anderem 40 Millionen Euro. 2012 zahlte sich das in der Meisterschaft aus. City gewann das Herzschlagfinale im Fernduell mit dem Stadtrivalen Manchester United und feierte den ersten Premier League-Titel seit 44 Jahren. Die Champions League hatten sie da aber schon lange abhaken müssen. Derzeit steht City in der Liga auf dem Tabellenplatz 3. 2 Punkte Rückstand auf United, national top und international wieder der frühe Abschied. Womöglich ist das nicht unser Moment in der Champions League, auch weil Real Madrid und Borussia Dortmund besser sind, genau wie Ajax. Manchester City hat vor dem Heimspiel gegen Real Madrid am 21. November nur 2 Punkte in der Gruppe D. Schwacher Trost. Die eindrucksvolle Europacup-Serie von ungeschlagenen Heimauftritten blieb am Leben und steht nun bei 19.